Hallo, mein Name ist Luca, meine lieben Freunde. Wir schauen uns heute 23 Rätsel an, die dein Denkorgan in die Mangel nehmen. Sieh dir diese beiden Freundinnen an. Mhm. Anna und Bianca. Anna und weißt Bianca. Du, welche Reinicke. Von beiden reicher ist? Bianca, weil sie Bibis Beauty Palace ist, vermute ich mal. Aber sonst würde ich sagen... Anna, sie hat eine original Louis Vuitton-Tasche. Das war jetzt... des Rätsels Lösung. Verarscht oder was? Ich habe aber no joke auch gedacht, dass das hier Bianca ist, weil ich irgendwie mit Bibi blond assoziiere. Von daher würde ich mir einen Punkt geben. Carsten und Daniel gingen mitten im Winter angeln. Hier siehst du Fotos von ihnen. Carsten posiert bei klirrender Kälte in dünner Kleidung. Und Daniel präsentiert einen Fisch, den er gefangen hat. Wer von beiden ist weniger clever? Der rechts ist weniger clever, weil du kannst ja im Winter nicht angeln. Das sieht man ja auch. Das ist ja zugefroren. Daniel, sieh nur, das Eis auf dem See bricht. Oh. Lösung war richtig, Weg nicht. Ich würde mir trotzdem einen Punkt geben. Alter, die Schnauze. Evelyn und Jasmin sind auf dem Weg zur Arbeit und spät dran. Evelyn geht ihren üblichen Weg, während Jasmin eine Abkürzung nimmt. Mhm. Welche von beiden ist in Gefahr? Welche von beiden ist in Gefahr? Ich würde mal sagen, die rechte, weil da so Eiszapfen von dem Haus runterhängen vielleicht. Jasmin, sie läuft nah an Gebäuden entlang, an denen schwere Eiszapfen hängen. Also, bisher ist alles richtig tatsächlich. Nina und Noah gehen die Straße entlang. Wer von ihnen schwebt in Gefahr? Wer von ihnen schwebt in Gefahr? Ich glaube, die links, weil die links auf ihr Handy guckt und der rechts mit seinem Stock dann sieht, dass da irgendwas kommt. Nina, Noah ist zwar blind, aber er hat einen Blindenstock dabei und wird das Loch bemerken. Ja. Ansage. Ey, bisher alles richtig und es wird auch alles richtig bleiben im heutigen Video. Ich glaube nicht. Carla hat zum Hochzeitstag eine Diamantkette bekommen. Am nächsten Abend isst sie mit ihren Freundinnen zu Abend und zeigt stolz die Kette. Sie gibt sie ihnen zum Anschauen und geht dann auf die Toilette. Als sie zurückkommt, ist die Kette verschwunden. Oh no. Ihre Freundinnen behaupten, sie hätte sie mitgenommen. Sieh dir diese Vorher-Nachher-Bilder an und finde heraus, wo die Kette ist. Wo die Kette ist? Also ich kann ja jetzt nicht stoppen, wir haben ja nicht so viel Zeit, aber ich glaube, hier. Sieh dir das Saftglas an. Auf dem zweiten Bild ist es voller. Sie hat die Diamantkette in das Glas geworfen und der Flüssigkeitsstand ist daraufhin gestiegen. Ich bin so unfassbar. Oh nein, wieder irgendwas mitten im Wald jetzt hier, oder was? Oh nee! Esme ging im Wald spazieren und verlief sich. Ja. Sie kam an ein Hexenhaus und fragte nach dem Weg. Die Hexe war bereit, ihr zu helfen, wenn Esme ihr Rätsel löste. Klar. Sie hatte drei Karten. Mhm. Auf zwei Karten stand bleiben und auf einer gehen. Ja. Esme wusste nicht, welche Karte welche war. Zog sie die Gehen-Karte, würde sie nach Hause gehen dürfen. Mhm. Andernfalls müsste sie bei der Hexe bleiben. Es okay. gab einen Hinweis. Eine Bleiben-Karte ist nicht in der Mitte. Gar keinen Bock drauf, das skippen wir. Annika will an den Computer ihrer Mutter, um eine E-Mail zu löschen, die sie ihr versehentlich weitergeleitet hat. Aber sie benötigt ein Passwort. Zum Glück gibt es einen Hinweis. Was glaubst du, wie das Passwort lautet? Ey, es ist mir so egal, ne? 35 ist 15, 28, 16, 5. Ich hab, es ist mir scheißegal. Ich weiß es. Ich weiß es doch nicht. 3 mal 5 ist 15, 2 mal 8 ist 16, 4 mal 5 ist 20. Und mir ist das alles wirklich scheißegal. Gerda besitzt eine Fabrik, in der Autos gebaut werden. Mhm. Drei Arbeiter setzen in 3 Tagen 3 Autos zusammen. Okay. Wie viele Autos baut ein Arbeiter an einem Tag zusammen? 3 Arbeiter setzen in 3 Tagen 3 Autos zusammen. Dann macht ein Arbeiter 3 Autos. Wenn 3 Arbeiter in 3 Tagen 3 Autos bauen, dann baut ein Arbeiter in 3 Tagen 1 Auto. Ja, aber ich würde mir einen Punkt geben, weil... Du hältst deine Schnauze. Elisa wacht in einem dunklen Keller auf, der nur von Fackeln beleuchtet wird. Warum? Es gibt eine Tür, aber sie ist verschlossen. Mhm. Neben der Tür gibt es Knöpfe in verschiedenen Farben und eine Tafel mit dem englischen Wort Grow. Okay. Wie kann Elisa entkommen?
Sie schreit ganz laut um Hilfe. Das Wort ist ein Hinweis. Die Buchstaben stehen für die Anfangsbuchstaben der Farben, die Elisa in der entsprechenden Reihenfolge drücken muss. Das, liebe Fische, was an der Stelle komplett... Maya liebt Ordnung. Ihr Zimmer ist schön aufgeräumt. Sogar ihre Sammlung nummerierter Murmeln ist säuberlich in 3 Schachteln einsortiert. Schön. In der ersten Schachtel befinden sich Murmeln mit den Zahlen 1, 2 und 7. Okay. In der zweiten Schachtel befinden sich Murmeln mit 1, 4 und 5. Okay. Auf 2 Murmeln in der letzten Schachtel stehen eine 6 und eine 3. Mhm. Welche Zahl steht auf der letzten Murmel in der letzten Schachtel? Welche Zahl steht auf der letzten Murmel in der letzten Schachtel? 1, 4, 5, 6, 3, 1, 4, 8. In jeder Schachtel ergibt die Summe der Zahlen 1. auf den Murmeln 10. Auf der letzten Murmel muss daher eine 1 stehen. Ich habe irgendwie 8, das war Autokorrektur. Was? Agnes kam auf einer abgeschiedenen griechischen Insel an, um einen einsamen Urlaub zu genießen. Alle Einheimischen sagen immer die Wahrheit und alle Touristen lügen immer. 2 Frauen kamen auf sie zu. Eine sagte... Hey, ich bin Pia. Ich bin auch im Urlaub. Das ist Sophie. Sie stammt von hier. Weißt du, ob die Frauen Touristen oder Einheimische sind? Also, wunderschön da, ne? Mit so Steinen, mit so einer Palme, mit so... Kick gleich deine Kamera weg, ey. Katharina ist die Königin eines verborgenen Inselstaates, den niemand kennt logisch. Und der auf keiner Karte vermerkt ist. Auch logisch. Sie möchte dafür sorgen, dass in ihrem Land mehr Mädchen geboren werden und erlässt ein neues Gesetz. Jede Familie soll so lange Kinder kriegen, bis ein Mädchen geboren wird. Okay. Nach einer Tochter darf kein weiteres Kind folgen. Wie wird das Verhältnis von Frauen und Männern nach vielen Jahren aussehen? Das Verhältnis von Frauen zu Männern. Ja, es wird mehr Frauen geben. Logischerweise. Bei jeder Geburt stehen die Chancen für die Geburt eines Jungen oder Mädchens 50-50. Ja. Es ist also egal, wie viele Kinder in jeder Familie geboren werden. Das Verhältnis bleibt mehr oder weniger bei 1:1. Nein. Weil wenn die einen Sohn kriegen und dann noch einen Sohn und noch einen Sohn und dann erst eine Tochter, dann ist das Verhältnis anders. Aber wenn sie direkt eine Tochter kriegen, dann... Ja, obwohl, doch, die haben recht. Da muss ich ganz ehrlich zugeben, das war jetzt mein erster Fehler in diesem Video. Von daher würde ich es an der Stelle jetzt auch beenden, weil Fehler werden hier nicht gemacht auf dem Lukru-Kanal. Ihr wisst das, ich bin sonst immer perfekt in solchen Quizzes und Rätseln und kann alles. Genau. Von daher, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch unter dem Video hier da, abonniert meinen Kanal und klickt auf die Glocke, um weitere Videos nicht zu verpassen. Ich gründe jetzt einen Inselstaat und sorge dafür, dass nur Frauen geboren werden. Ja, ein paar Dinge müssen getan werden.